So, okay. Ja, Feuerwerk startet und so weiter und so fort. Und dann geht auch alles einmal weg. Ach ja, 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 gute alte Zeiten, gut. Wieso jetzt so gute alte Zeiten? Ach, keine Ahnung. Ach komm, also hier das weg und das hier kommt das noch da. Müssen wir alles wieder einsortieren, was wir hier. Ah nee, diesen einen Feuerstern können wir eigentlich noch starten. Komm, daraus machen wir noch eine Rakete und starten ja auch nochmal. Also einfach so werfen kann man das nicht. Da brauchen wir noch ein bisschen Papier. Verdammt, wo haben wir eigentlich unser. Hä? Ah, wir haben alles schon anscheinend rausgelegt. So, wir machen eine kleine Rakete. Also, die nicht so hoch fliegt. Können wir eigentlich einfach so irgendwie reinpacken? Oh, doch, können wir auch irgendwie so reinpacken. Puff. Und tschüss. Ja, so, das war's auch. Das war auch alles, was wir hatten. Alles rausgehauen. Haben wir eigentlich nur irgendwo so eine Bambuskiste? Weizensetzlinge, Kakaobohnen, Melonen, Blumenmelonen. Weißt du, wir haben zwei Melonen. Das heißt, okay. Kürbis, Weizen, Kürbis, Blumen, Schafsachen, Kuhsachen, Hühnersachen, wir haben nichts für Bambus. Dunkle, dumme Sache, ja. So, dann müssen wir, ja, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Zuckerraum machen soll. Keine Ahnung, Lapsasul legen wir nochmal raus. Viel zu wertvoll, um es mitzutragen, ja. Mitzunehmen. Wir haben so viel Lapsasuli. 53 Blöcke, das ist übelst viel. Na, kriegt doch davon übelst viel. So, das war. Ach komm, wir legen noch das Bambus einfach in die Schrottkiste hier. Dann ist alles auch alles gut. Raus damit. So, und alles ist gut. Und niemand beschwert sich darüber jetzt, ja. Okay. Und jetzt hauen wir den Hafen weiter. Beziehungsweise wir müssen erstmal den Gang dort fertig hauen. Also der Durchgang ist schon mal real. Den müssen wir aber noch an den Rändern und so alles mit Steinziegeln bebauen und so. Damit es besser aussieht. Und deshalb müssen wir hier überall Wasser reinhauen. Die Bäume hier weghauen. Ja, nur, ja, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. So, der Baum geht mal flöten. Ja, na, als ob ich in die Stadt drankomme. So, perfekt. Den Baum hauen wir auch nochmal weg, weil der doof steht. Viel am Platz. So, perfekt. Okay, so, dann müssen wir hier. Theoretischerweise müssten wir. Nee, wir machen jetzt einfach Wasser rein. Komm, jetzt machen wir jetzt nur hier einfach Wasser rein. Naja, das Wasser kommt irgendwie scheiße. Nein, falsch. Hier. Ja, richtig. So, machen wir hier nochmal Wasser. Perfekt. Perfekt. So, langsam rücken wir sozusagen vor. Tap, 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 tap. Alles hier voll machen. Ah ja, oh, verdammt, hier fehlt hier die Beleuchtung. Wenn mir scheiße beleuchtet, beziehungsweise nur auf dem Boden und so. Müssten wir dann irgendwann mal auch irgendwie Glowstone reinpacken. Wir haben noch ein bisschen Glowstone, das heißt, wir könnten jederzeit ein bisschen Glowstone reinpacken. Komm, wir machen mal an den Wänden. So. Das haben wir verkackt. Tap. Tap. So. Bloß kein fließendes Wasser. Also da, dank den super Schuhen ist ja jetzt nicht so schlimm, dass wir hier ein bisschen Wasser haben. Zap. Das hier, weil wir sind im Wasser genauso schnell unterwegs wie auch auf dem Land. Sogar schneller, denke ich. Das ist natürlich eine nice Sache. So. So. Dann da nochmal. Hier nochmal. Und dann sind wir auch fertig. So, das hier hauen wir einmal weg. Und perfekt. Der Baum geht auch mal flöten. Hier viel am Platz, ey. So, perfekt. Dann geht das auch nochmal weg. Und dann haben wir hier so einen geilen Durchgang gemacht. Geschaffen. Die Schaffer, ja. Die neue Serie. Okay, perfekt. Jetzt müssen wir das nur hier so an Seiten und Rändern alles machen. Dafür bräuchten wir ein paar Steinziegelchens. Und wo haben wir sie? Natürlich zu Hause. Da müssen wir jetzt hin. Vielleicht machen wir auch hier so eine Hangarhalle. Hier. Das ist auch eigentlich eine gute Idee. Hier machen wir eine Hangarhalle. Und einen Steg machen wir hier so an der Seite und so. Ach, das wäre natürlich eine geile Idee. So, wir bräuchten Steinziegel. Steinziegel. Hier, überall die Wände. Ah, alles verkauen. Nein, das hier nehmen wir mit. Das hier auch nehmen wir auch mal mit. Zack, zack.
Weil ich möchte, nee, aus Marmor den Gang, nee, wir machen nur Steinziegel einfach, ja. Dann ist auch alles okay. So, du. Rüber schwimmen. Wo sollten wir anfangen? Ab hier sollten wir eigentlich den Gang anfangen. Keine Ahnung. Wir fangen den auf jeden Fall, wir fangen vielleicht mit, nee, nicht mit den Wänden. Mit der Decke müssen wir anfangen. Ich weiß gar nicht. Nee, komm, wir fangen mit den Wänden einfach an. Hier muss auf jeden Fall hier so alles rein. So, hier muss auf jeden Fall alles sein. Zap, 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 so. Oder, mit dem Boden. Nee, mit dem Boden fangen wir auf jeden Fall nicht an. Wir machen erstmal die rechte Wand. Wir fangen mit der rechten Seite an. Na, na, na. Wir fangen mit der rechten Seite an. Wie es sich auch gehört. Hier, bei uns. So, okay, tadadadad. Ach ja, übrigens, ja, die Pegida-Hymne habe ich irgendwo so mitbekommen in web.de. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist so ein E-Mail-Dingens, Bummens und so. Habe ich so mitbekommen, dass Pegida eine Hymne hat, also das ist eine rechtsextreme Partei oder so hier in Deutschland, keine Ahnung, kenne ich gar nicht. Interessiere ich mich auf jeden Fall gar nicht für so Politik, ja, so halb interessiere ich mich. Aber nein, okay, nicht wirklich. Auf jeden Fall haben die diese Hymne gemacht. Also ich gucke nur heute schon und so. Mehr interessiere ich mich für Politik nicht. Ja, und da haben sie auf jeden Fall so eine Hymne gemacht. Und die ist richtig geil, ja. Das muss man erstmal übertoppen. Und zwar geht es hier. Und das war's. Das ist natürlich richtig geil. So eine Hymne. Natürlich, wenn ihr mich versteht, ironisch gemeint und so, ja, ja. Ja, also da kann man echt nichts dazu sagen. Also ich hab schon gedacht, boah, Bas Pegida Hymne, boah, komm bestimmt, ja, wir die Deutschen sind die Besten und keine Ahnung was, aber nein. Also da stand im Titel, Pegida blamiert sich übelst hart mit der Hymne. Ich so, wieso? Also eigentlich, es ist gut gemacht. Aber da fehlt halt der Text. Ja, das macht's halt so lustig. Ja, auf jeden Fall, ich habe so gedacht, wie könnten sie sich blamieren? Vielleicht ist der Text irgendwie schlecht und es gibt keinen Text. Ja, daran haben sie sich natürlich ganz stark blamiert, dass es einfach keinen Text gibt. Ja, und wie kann das eigentlich so eine Hymne sein? Eine Hymne ohne Text, das geht ja echt nicht. Wenn die dann mal singen, stehen jetzt alle nur herum und das machen ja eigentlich, also die sind ja gegen Muslime und so, gegen die Islamisierung des Abendlandes, keine Ahnung, was das heißt, keine Ahnung. Die sind ja gegen Muslime und Muslime, wenn die den Koran irgendwie, also ich verbessert mich, wenn ich mich täusche, also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber was ich so denke, ich denke, die Muslime, wenn sie beten, machen sie auch so, und der Song kommt schon da dran, nah dran. Natürlich nicht so musikalisch machen die das und so. Oder vielleicht verstehe ich einfach ihre Sprache nicht und deswegen verstehe ich nur, und mal sagen sie etwas. Kann auch natürlich sein. Aber für mich klingt das so, also die Hymne, als ob das etwas Arabisches sein sollte oder beziehungsweise als ob die was beten würden und das ist ja eigentlich auch falsch, weil die sind eigentlich dagegen, aber in Wahrheit ist ihre Hymne dafür und das kommt ja eigentlich ganz doof rüber und ja, da haben sie sich wohl hart blamiert. Wofür brauchen sie überhaupt irgendwie so eine dumme Hymne? Hat etwa jede Partei eine Hymne hier in Deutschland oder irgendwo anders? Ich denke, die Parteien haben keine Hymne. Die haben einfach die deutsche Hymne und fertig. Die deutsche Partei, deutsche Hymne, fertig. Zack. Und wofür brauchen die überhaupt eine dumme Hymne? Also Hymnen werden natürlich gebraucht, aber wir brauchen eine Partei, eine Hymne. Das ist echt komisch. Bestimmt, wenn zu ihnen gesagt wird, ey, du bist ein dummer Nazi und so. Dass sie dann denken, ja, wir sind eine Einheit. Ja, damit sie sich halt irgendwie nicht benachteiligt fühlen oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das sehr, sehr amüsant, das Ding. Es ist natürlich gut gemacht, aber auch etwas verkackt, kann man so sagen. So, wir müssen auf jeden Fall braten gehen. Verdammt, ich muss da schon früher braten zum Braten stellen. Auf jeden Fall, der Gang sieht schon mal geil aus. Wir sollten auch den Boden noch aus Steinziegeln machen. Das wäre dann natürlich noch geiler.
Das wäre noch geiler. Also, wir stellen das... Oh, warte, es wird wieder Nacht. Wir stellen das auf jeden Fall jetzt alles zu braten. Die ganzen Steine, die wir da noch in der Kiste haben. Ja, rennen, rennen, rennen. Essen. Boah, haben wir viel Stein. Habe ich echt nicht erwartet. Alles zu Blatten stellen. Ich denke, da unten sollte noch ein bisschen Kohle sein, wenn ich mich nicht irre, was nicht sein sollte. Habe ich doch. So. Ja, natürlich ist da noch Kohle. Natürlich. Genau, für solche Momente habe ich noch hier etwas Kohle gelassen. Und da sind noch 3 Steine. Perfekt. Ist hier noch ein bisschen? Nein. Hier? Nein. Nein. Nur 5? Ja, doof. Ah, hier genau 8. Egal, packen wir alles hier rein. Zack und bam und super. Oh, wir haben noch einen 64er Stack. Upsi, dupsi. Verdammt, jetzt haben wir nicht genug Kohle. Wo haben wir noch? So, und dann das hier. So. Okay, jetzt braten wir ein bisschen. Jetzt gehen wir einmal pennen. Dab, 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 dab. Pennen gehen, pennen gehen, pennen gehen. Und danach bauen wir den Hafen weiter. Lalalala. So, da haben wir den ersten Hafen schon einmal. Unter den zweiten Hafen müssen wir da an die Meeranbindung, an die Ozeananbindung bauen, da in der Nähe irgendwo, wo wir ja einmal waren, wo wir einfach mal die Location da hinten abgecheckt haben, was es denn dort alles gibt. Da muss auf jeden Fall der nächste Hafen sein. Also ich denke mal, hier machen wir alles Hafen. Das alles sollte Hafen sein. Das wird der Hafenausgang sein, den wir dort gerade gebaut haben. Den Gang hier durch. Hier sollten wir auf jeden Fall nicht raus können. Weil die Brücke ist halt scheiße geworden. so klein ist die Brücke, also so tief, nennen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall. Hier können wir so eine Hangarhalle machen oder so. Oder wir machen die Hangarhalle sogar hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich denke, ja, machen wir mal hier so eine Hangarhalle. Das ist natürlich, denke ich mal, eine bessere Idee, in diese Richtung die zu machen. So machen wir ein bisschen Holz. Das verkaufen wir auch alles. Wir machen auf jeden Fall alles hier erstmal aus normalem Holz. So, das müssen wir das hier größer bauen. Wir brauchen auf jeden Fall hier so eine Andockstelle. Und zwar machen wir das so hier. 4 breit. Hier sozusagen eine Andockstelle. So. Ich mache das einmal so. Und dann sollte man links und rechts irgendwie andocken können. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Schade, dass man irgendwie Boote nicht mit Seilchen festbinden kann. Das wäre auch eine nice Sache. Pferde kann man, aber Boote nicht. Weil Boote irgendwie nicht wirklich als richtiges Transportmittel gelten hier, Minecraft. Die werden gar nicht weiterentwickelt oder so. Die sind in diesem Fall verpackt. Boah, Alter, verpiss dich. Alter, ich hasse diese ganzen Tinte. Kann ich eigentlich den Tintenfisch hier hochhauen? Tintenfisch raus aus dem Wasser? Schade nicht. Das war Huhn, ja. Den Hafen, beziehungsweise das Ding hier, was wir hier so gedacht haben. Beziehungsweise ich gedacht habe, hier so eine Hangarhalle zu machen, müssen wir hier was hier hinbauen, damit wir auch dahin kommen können. So. Ich denke, die Hafenhalle, keine Ahnung. Die sollte von hier gehen. So irgendwie. Auf jeden Fall sollte man drumherum gehen können. Das sollte hier. Das drumherum gehen können sollte 2 groß sein. Ich denke, das hier müssen wir alles weghauen, hier die ganze Erde und so. Das wird die Wand sein, hier. Das wird alles hier die Wand sein. Zack, zack, zack. Das wird die Wand sein. Hier kommt man auf jeden Fall... Ah, verdammt scheiße. Da ist schon Ende. Das haben wir weg. So. Dann geht das so da rein. Okay, das heißt immer... das heißt, hier wird Wasser sein. Und hier kommt das so hin. Stopp.